Alle zusammen, alle Freunde, heute habe ich mal Lust auf ein verrücktes Bild. Ihr werdet sehen, ich schmeiß mal alle Farben zusammen, lasse das Weiß wieder drüber und mache dann nochmal Farben drüber. Lasst euch überraschen, ich glaube, das wird lustig und habt viel Spaß beim Zuschauen. Dann bis gleich. So Freunde, das ist ein XL-Rahmen, der ist 40×40 cm. Ich habe ja noch die Restfarben, diese Metallic-Farben vom letzten Bild. Das heißt Gelbgrün, Türkis, Rot und Stahlblau. Ich habe mir dazu aber jetzt nochmal einen Weißbecher angerührt. Und dann schauen wir mal. Also es ist noch nichts drin, kein Silikon. Ich werde nachher aber noch mit der anderen Hälfte Silikon reinmachen. Ja, und dann schauen wir mal. Okay. Jo. Ich brauche noch einen kleinen Becher. Türkisgrün. Stahlblau. Rotmetallic, das sind alles Metallic-Farben. Und dieses Türkis. Und vielleicht noch ein bisschen rein. Obwohl, das reicht, glaube ich. So, also wie gesagt, ganz einfaches Bild. Mal jetzt hier weiß außenrum. So, der erste Schritt war getan. Ich mache mal kurz die Bläschen raus. Hallo. Seht ihr, ich habe immer noch ein paar Luftbläschen drin, aber ist nicht so schlimm. Ich schmeiße jetzt das Weiß einfach wieder drüber. Noch weiß. Lass es jetzt mal etwas laufen, noch nicht ganz nach außen. Okay, jetzt mache ich, ich hoffe ihr könnt es sehen, von diesem Silikon 300. Zwei Tropfen rein. Nochmal schön umrühren, dass sich da etwas verteilt. Okay, machen wir nochmal einen Becher jetzt. Türkis. Stahlblau, Gelbgrün und das Rotmetallic. Fast zu viel wahrscheinlich. Hoppala. So. Nochmal weiß drüber. Schmier das aber auch nochmal drüber. Wir haben schon viel Farbe. So, und jetzt verpuste ich es etwas mit dem Föhn.
kalte Stufe. Ich sage nur etwas. Und jetzt lasse ich es noch laufen. Beziehungsweise überlege ich, ob ich noch komm, ich werde es noch mehr erhitzen jetzt, aber diesmal mit dem, dass wir die Zellen mal rausholen. Und die Luftblasen wegbekommen. So. Ein schön pastellfarbiges Bild. Und wie gesagt, ich muss auch noch mit dem anderen Bild schauen, ist noch nicht trocken, wie es dann aussieht. Überall Farbe soweit. Weil es gibt jetzt mal ein schönes helles pastelliges Bild. So. Einfach mal einfach ein einfaches Bild mal wieder. Muss nicht immer so extrem sein, aber ich bin mal gespannt. Nein, ich lasse das so. Nochmal erhitzen. Mein Bretter spinnt schon wieder. Ich glaube, so ein Bild habt ihr schon lange nicht mehr von mir gesehen. Aber ich finde, es hat was. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das nachher wirklich mit diesen Metallic-Farben rauskommt. Das kommt komisch. Wir warten ab. Lass es mal kurz noch mal für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von nahem. Also wie gesagt, mal wieder ein normales Bild, ganz einfach gegossen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und dann schauen wir mal, wie wirklich die Metallic rauskommen. Also, bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Was ich halt genial finde, dass viel Weiß drunter ist, weil man einfach ja, viel Weiß drunter gemischt hat. Leider finde ich das gar nicht so schlecht. Es hat halt auch nicht überall dann die Zellen gegeben, weil ja teilweise oder beziehungsweise die erste Farbschicht war ja ohne Silikon. Das ist auch schön. Sieht aus wie eine Schnecke mit Häuschen oder was auch immer.
Das ist auch cool noch geworden, finde ich. Hier meine Würmchen, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, und wie gesagt, es dunkelt ja natürlich noch ab. Wenn die Farben wieder ihren Originalton bekommen, wenn es trocken ist. Ja, teilweise hat es schöne Zellen gegeben, teilweise auch Sachen, wo mir nicht so gefallen, aber wir warten mal ab. Es wird noch leicht nacharbeiten, wie immer. Und dann zeige ich es euch wieder, wenn es getrocknet ist. In der Regel dann auch auf Instagram wieder und Facebook. Ihr wisst ja, und wenn nicht, einfach mal reinschauen. Also sieht es recht, also sehr pastellig aus. Hier hat es auch schöne Streifen gegeben. Also mal wieder normales, ist gegossenes Bild, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es cool. Einfach nur so verrückt halt zusammengestellt. Okay, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Einfach mal wieder ein einfaches Bild mal. Mal was anderes und dann freut mich. Das habe ich nicht verstanden. Okay, dann sage ich es nochmal. Dann freut es mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann bis dann. Tschüss.